Lord Clive Rosfield, es ist mir eine Ehre. Ich bin Jote, Ritterin der Ewigen, beauftragt mit dem Schutz seiner Gnaden Joshua Rosfield, Auserkorener des Phönix. Hm. Natürlich. Jetzt ergibt alles Sinn. Für dich vielleicht, aber... Die Ewigen sind treue Diener des herzoglichen Throns. Oder genauer gesagt, seines Erben. Sie dienen unserem Haus seit Generationen, wenn auch im Schatten. Seit ihrer Gründung sind sie mit der Bewahrung und Durchführung der heiligen Riten der Ahnenkommunion betraut. Nach dem Vorfall am Phönixtor waren es die Ewigen, die mich geborgen haben. Seit ich Rosaria verlassen habe, hat Jote immer ihre schützende Hand über mich gehalten. Ohne ihre Hilfe hätte ich meine Reise wohl nicht überlebt. Bitte, erhebt euch. Euch gebührt mein Dank. Ihr habt meinem Bruder das Leben gerettet. Ich habe meine Pflicht getan. Berichte. Was hast du entdeckt? Euer Gnaden. Es ist wie befürchtet. Das Schiff, das wir in der Nacht der Katastrophe am Dominium erspäht haben. Es war die Einherr, ja. Ohne jeden Zweifel. Die schwarze Galeone. Joshua? Die Einherja ist das Valuta-Flaggschiff. Was haben die am Dominium zu schaffen? Als ich von Valuts Verwicklung in die Ereignisse in Drachenfang erfuhr, verspürte ich den Einfluss Ultimas und bat Jote und die Ewigen in der Sache zu ermitteln. Wir haben Grund zu der Annahme, dass die schwarze Galeone nach Ausbruch der Kämpfe Anker gelichtet und Kurs nach Süden gesetzt hat. Nach Canva? Dann sind es die Valuta, die hinter dem Angriff stecken. Was von ihnen übrig ist, ja. Und die schwarze Galeone segelt nur auf Befehl eines Mannes. Barnabas Tarm. Sind wir hier drinnen wirklich in Sicherheit? Die Stadtwache wurde bezahlt, falls ihr das meint. Ein Grund mehr für sie davon zu laufen. Es steht euch frei zu gehen, Herr Minister. Verlassene Märkte, Lagerhäuser in Flammen, verkohlte Schiffsrümpfe verstopfen unsere Häfen. Canva ist ruiniert. Die Welt droht ins Chaos zu stürzen und ihr habt nichts anderes als eure Finanzen im Sinn? Ich bitte euch, an Rafge ist Almekia Canva doch um Längen voraus. Ihr wagt es. Sehr geehrte Mitglieder des Rates, bitte verzeiht seiner Majestät diese Störung. Was hat das zu bedeuten? Etwas spärlich. Doch ich fürchte, dieser Ort muss genügen, Milord. Also gut. Meine Herren, versteht ihr es nicht? Der König, er rettet uns aus den Klauen der Akasischen. Er ist ein Geschenk des Himmels, eine göttliche Fügung, unser aller Erlösung. Und wenn seine Majestät eine Vergütung verlangt, sind wir natürlich gerne bereit, einen gerechten Preis auszuhandeln. Schweigt! Eure Ignoranz stellt euch bloß. Eure Majestät, verzeiht, wenn ich irre, aber tragen die mordenden Heerscharen, die in Canvas Straßen das Blut der Bürger vergießen, nicht die Farben von Valut? Ha! Ihr könnt es also nicht leugnen. Wachen! Ergreift sie und führt unsere Gäste in den Kerker!
Genug. Erbärmliche Kreaturen. Dass ihr euch einbildet, ihr würdet der Erlösung würdig sein. Das Mädchen ist noch hier, in dieser Stadt. Auch ihr Bewusstsein trieft vor Hochmut wie einst das ihres Vaters. Ein Bewusstsein, an das Mythos untrennbar gebunden ist, das ihn anziehen wird. Geh und heiße ihn willkommen. Ja, Eure Majestät. Komm, Mythos. Das Licht des Prinzen kann dich nicht gesättigt haben. Also, wie lange ist Valut schon unter Ultimas Kontrolle? Das ist die Frage. Nach allem, was wir von Barnabas wissen, wenigstens seit einigen Jahren, vielleicht mehr. Mit welchem Ziel? Was ist Ultimas Plan? Das Bild. Zeig's ihnen. Bei den Flammen. Phönixtor, Drachenhauch und nun hier. Was ist es? Es ist alt, uralt sogar. Von dem Glauben, den es darstellt, ist nichts geblieben, außer was man dem Bild selbst entnehmen kann. Auch über das im Apoditerium wusste niemand etwas. Selbst die Ewigen. Doch, ich glaube, die Bilder geben Auskunft über Ultimas Bestrebungen. Die Figur in der Mitte, unter der die Esper versammelt sind. Sie halte ich für Ultima. Er ist ein Gott, zumindest gottgleich. Jenseits unserer Vorstellungskraft. Die Esper, und somit auch ihre Domini, sind dazu bestimmt, ihm zu dienen. Während einige wie Barnabas diese Rolle akzeptiert haben, weigern sich andere, wie du, Clive, was ungelegen sein dürfte, da er dich am meisten zu benötigen scheint. Und Götter mögen keinen Ungehorsam. Ja, da hast du vermutlich recht. Clive, dürfte ich Jote vom See erzählen? Wenn du das möchtest. Jote, ich begleite meinen Bruder zu den freien Städten. Während wir unterwegs sind, möchte ich, dass du über Clives Kameraden wachst. Omia Lostelan Tui Sargelith. Es fehlt ihnen an erfahrenen Kämpfern, die das Versteck im Ernstfall beschützen können. Aber es ist meine Pflicht, euch... So wie es meines Bruders Pflicht ist, nicht wahr? Wenn es das ist, was ihr wünscht, Euer Gnaden. Aber bitte, gebt Acht auf euch. Wenn euch etwas zustöße, ich... Du hast mein Wort. Lebt wohl, Milord, Milady. Wir danken euch, Jota.
finden wir unsere Freunde. Du scheinst dir sehr viel zu bedeuten. Sie mir auch. Deshalb musste ich sie gehen lassen. Einmalige Gelegenheit. Ist hier irgendjemand mutig? Cyril, wie läuft die Suche? Gut, euer Gnaden. Mein Bericht wird euch bald erreichen. Jote ist auf meine Bitte hin ab jetzt andernorts beschäftigt. Es ist ihre Pflicht, euch zu schützen. Gewiss. Doch wie ihr seht, ist mein erster Schild wieder an meiner Seite. Gestatten, Cyril, Ritter der Ewigen und Führer der Flammenfeder. Ernannter Chronist und Schreiber seiner Gnaden Joshua Rossfield, dem Auserkorenen des Phönix und Großherzog Rosarias. Ich habe Cyril gebeten, die Aufsicht über die Nachforschungen zu Ultima zu führen. Alle Hinweise seiner Brüder und Schwestern trägt er zusammen und ordnet und archiviert sie dann hier. Wie viele Mitglieder zählen die Ewigen? Zu wenige, Milady. Doch jeder einzelne von uns ist dem Phönix treu ergeben. Damals, wie auch heute noch, auf ewig. Verstehe. Wie du siehst, war ich all die Jahre nicht allein. Und ohne die Ewigen wäre ich nicht hier. Vertrau ihnen, Clive. Ja? Ist der Phönix das Licht, sind wir die Schatten, die sein Strahlen entfaltet. Im Verborgenen wollen wir dienen. So wie ihm, nun auch euch. Bitte nehmt dies an euch. An diesem Abzeichen können die Mitglieder unseres Ordens euch erkennen. Kann ich euch sonst noch dienen? Nein, ihr könnt gehen. Jawohl. Auf nach Canva. Irgendwann erklärst du mir das. Cyril scheint etwas, du hast ziemlich seltsame Kameraden, Joshua. Die freien Städte werden belagert? Beseitigen wir sie.
Kanva scheint sich noch nicht geschlagen zu geben. Ob wir in dem Gewirr Gav und die anderen finden? Wir wollten uns in einem Lager am Hafen treffen, wenn etwas schief läuft. Beeilen wir uns. Hört ihr es donnern? Endlich! Ich hab schon gedacht, du wärst von der Klippe gestolpert. Schließ nicht von dir auf andere. Schön, euch zu sehen. Gab's Ärger unterwegs? Nicht der Rede wert. Da seid ihr ja. Und ist das etwa... Ja. Wenn ich vorstellen darf, mein Bruder. Joshua. Clive hat schon von dir erzählt. Endlich treffen wir uns mal. Ich bin Midadol. Aber alle nennen mich Mid. Milady. Hä? Mein Junge! Onkel Byron. Du bist es wirklich, dass ich das noch erleben darf. Und diese Akasischen wurden gesteuert? Ja, sah ganz so aus. Leerer Blick, blaues Leuchten. Sie waren verwandelt, aber sie haben keinen Mucks von sich gegeben. Das muss ich leider bestätigen, Clive. Da waren ganze Trupps in den Straßen. Sie bewegten sich gezielt in Gruppen und wie auf Befehl. Ultimas Werk? Vielleicht. Und die Stadt? Die Bürger? Tot, fürchte ich. Zum Glück nicht alle. Ein paar von ihnen sollen sich in der Kuria verschanzen, gleich hinterm Händlerviertel. Und am anderen Flussufer sollen sich auch noch einige in ihren Häusern verstecken. Wenn die Akasischen die Leute dort entdecken, werden ein paar Türen sie nicht aufhalten. Holen wir sie da raus. Schnell. Was schlägst du vor? Wir werden uns aufteilen. Ich gehe Richtung Händlerviertel und du suchst am anderen Ufer. Würdest du mit ihm gehen?
Natürlich. Gemeinsam finden wir sie bestimmt. Verstanden. Was ist mit uns? Mit. Ist es fahrtüchtig? Das Schiff, der Mithril-Antrieb braucht noch ein paar Justierungen. Dann beeil dich, ja? Selbst wenn wir die Überlebenden retten, schaffen sie es niemals zu Fuß. Überlass das mir. Könnt ihr beide mit den Rücken freihalten? Schaffen wir mit links. Ich pass auf sie auf. Hast mich wohl an der Backe, Byron. Für dich, Lord Rossfield, du vorlautes Gör. Wollen wir auch? Du passt auf Clive auf, ja? Seid vorsichtig. Ihr beide. Du auch. Los, Torgal. Suchen wir die Überlebenden. Gegen diese Bestien haben sie keine Chance. Yeah!
Schon besser. Das war was Großes. Joshua und Jill haben wohl zu tun. Tut gut. Thank you.
Sind hier noch Überlebende. Du sorgst für gehörigen Tumult. Aber ich hatte nichts anderes von dir erwartet, Mythos. Du wieder. Langsam könntest du dich vorstellen. Erst entweichst du unser Grab. Und jetzt bist du hier. Mit einer Armee voll Marionetten. Manieren, Lord Rossfield. Das sind Menschen wie du und ich. Nur werden sie nicht vom Willen belastet, der unser Eins seit langer Zeit schon so plagt. Sie sind rein. Sie sind göttlich. Was? Dies war eine Stadt des Frevels. Und nun sind es nur sie, die noch stehen. Dafür wirst du bezahlen. Wie du wünschst.
Ich gebe zu, dass ich mich sehr auf diesen Augenblick gefreut habe. Gestattet mir dieses Vergnügen, Majestät. Der Leib wird nicht zu Schaden kommen. Ich bin Sleipnir von Haus Harvard. Und du unterliegst Mythos! Bist du bereit, dein wahres Ich zu entfesseln? Schwer, meine Enttäuschung zu überspielen. Von unserem Auserwählten hatte ich mir einfach so viel mehr erwartet. Vielleicht kann ja das deine Flammen entfachen. Was jetzt? Ein Geschenk aus dem Arsenal meines Lehnsherrn. Gungir. Sieh genau hin, Mythos. Hey!
Erwachen! Eines ist selten genug, findest du nicht? Das finde ich nicht. Zu langsam. Yeah.
zu langsam! Der Leib ist stark. Mein Herr. Clive! Du lebst? Ihr zum Glück auch. Ja, tun wir. Wir sind leider zu spät gekommen. Die Akasischen waren schon da. Nun, ihr habt's versucht. Wir waren alle zu spät. Was ist? Nichts. Hoffe ich. Allewiger. Verlässt du uns schon, Mythos? Der König. Ganz recht. Kniet nieder vor.